Wir kommen jetzt zum Schluss. Und zwar geht es jetzt darum, dieses Planlayout zu publizieren oder zu drucken. Was wir jetzt normalerweise immer tun, ist, dass wir aus dem Plan ein PDF machen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir normalerweise nicht dort sitzen mit unserem Computer, wo wir auch großformatig drucken können. Also erzeugen wir PDFs. Außerdem lassen sich PDFs auch gut weiterreichen an andere. Und drittens kann man PDFs natürlich hervorragend in InDesign einsetzen. Sie können ja Ihre Pläne auch in InDesign layouten. Dann würden Sie zum Beispiel die Beschriftung dort machen oder andere Dinge noch einfügen. Und InDesign kann ja PDF-Dateien hervorragend öffnen, platzieren und integrieren. Ja? Also jetzt wollen wir aus diesem Plan ein PDF machen. Zunächst noch ein kleiner Hinweis zum Layout selber. Sie haben die Möglichkeit, mit Werkzeugen im Layout noch Dinge hinzuzufügen. Das Objektwerkzeug, es gibt ja auch 2D-Objekte, wie zum Beispiel Nordpfeile, Planköpfe etc. Dann das Textwerkzeug, logischerweise, denn Sie müssen ja meistens im Planlayout auch noch Text einfügen, Plankopf oder Bildunterschriften etc. Dann gibt es die Möglichkeit, mit den 2D-Zeichenwerkzeugen noch Dinge hineinzuzeichnen, die vielleicht gefehlt haben. Sie können auch Bilder einfügen. Also die 2D-Zeichenwerkzeuge stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung. Beachten Sie, dass Sie im Layout tatsächlich nur Dinge zeichnen, die zum Layout gehören, wie zum Beispiel einen Schneiderrahmen, und nicht an Zeichnungen irgendwas ausbessern. Denn das, was Sie jetzt im Plan Layout zeichnen, mit zum Beispiel dem Linienwerkzeug, das fehlt natürlich dann in der Originalzeichnung. Sie haben ja hier platzierte Originalzeichnungen und Sie sollten Fehler oder Dinge, die noch verändert werden müssen, immer in der Originalzeichnung lösen und nicht im Layout. Das kann natürlich in letzter Sekunde sein, dass Sie einen fehlenden Strich im Layout einzeichnen, aber dann sollten Sie wissen, dass er in der Originalzeichnung eben nicht drin ist. So, das war nochmal ein Hinweis zum Layout und den 2D-Zeichenwerkzeugen. Jetzt kommen wir zum Publishing-Bereich, also zur letzten Stufe. Und dazu schalte ich nochmal in den Organisator. Ich habe jetzt rechts, Entschuldigung, links die Spalte mit den Layouts und rechts die Spalte mit den Publisher-Sets, so heißt das Ganze. Archicad geht davon aus, oder die Programmierer und Programmiererinnen gehen davon aus, dass sie ein großes Bauprojekt mit Archicad stemmen und ständig große Mengen Pläne rauslassen an alle möglichen Leute. Deswegen ist das Verfahren so ein bisschen umständlich. Wenn man einfach nur einen Plan oder zwei oder vier Pläne in ein PDF umwandeln will. Und das Ganze auch nur einmal und das war's dann. Also da muss man einfach im Hinterkopf haben, dass Archicad für die Planungspraxis gedacht ist und auch die Voreinstellungen natürlich für die Planungspraxis. Okay, jetzt wie läuft das Ganze? Wir haben hier ein Beispielset, das heißt PDF 1 zu 100. Ich kann da draufklicken und mir die Liste aller Beispielsets anschauen. Die könnte ich jetzt theoretisch alle löschen, das mache ich jetzt mal nicht. Ich lege allerdings ein neues an, das geht mit diesem Button hier. Ja, das nenne ich PDF Freiburg. Und erstellen. Dieses Publisher Set Freiburg wird später alle Pläne aufnehmen, die ich in PDF umwandeln will. Das ist also wie so eine Art Ordner zu sehen. Ja, das sieht dann so aus, wenn ich hier drauf gehe, dann habe ich hier so ein leeres Feld und ich kann das Layout da reinziehen. Und schon sehen Sie, das wird also auf dem Wege des Publishings, ja, wird es zu einem PDF. Das ist die Voreinstellung. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie auch andere Formate wählen, DXF zum Beispiel. Ja, ich lasse es aber bei PDF logischerweise. Ich möchte ja eins haben. Und bei Dokumentoptionen gibt es noch zwei wichtige Dinge oder die Sachen, die wichtig sein können. Erster Punkt, Sie haben sich keine Gedanken über Strichstärken gemacht. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht in diesem Beispiel. Normalerweise sollten Sie die Frage der Strichstärken natürlich im Griff haben, beziehungsweise im Hinterkopf und damit strukturiert arbeiten. Kann aber sein, dass Sie das übersehen haben. Dann könnten Sie ja auf H-Linie klicken und dann würde das PDF nur mit hauchdünnen Linien gezeichnet oder ja, gedruckt. Nicht? Also das ist was für den Notfall, dass Sie nicht nachgedacht haben. Wäre in meinem Fall jetzt wahrscheinlich auch gut. Und dann können Sie die Voreinstellung, dass PDF mit allen Farben, die Sie verwendet haben, erzeugt wird, auch ändern in Schwarz-Weiß bzw. Graustufen. Kann ja sein, dass Ihr Drucker nur Schwarz und Weiß kann, zum Beispiel so ein gewöhnlicher Laserdrucker oder nur Graustufen, dann könnten Sie das hier einstellen. Gut. Also das ist jedenfalls noch zum Thema PDF einzustellen. Wenn ich das Ganze jetzt publizieren wollte, dann
brauche ich noch einen Speicherort. Publizieren würde bedeuten, dass dieses PDF jetzt wirklich erzeugt wird. Archicad braucht dazu aber einen Speicherort, den Sie vorher angeben müssen. Am besten machen Sie das tatsächlich vorher, damit Sie später nicht suchen müssen. Sie gehen nochmal auf die Liste, auf die Listendarstellung, und dort können Sie für dieses Publisher-Set PDF Freiburg unter den Publishing-Set-Einstellungen einen Pfad angeben. Sie können aber auch nach einem Speicherort suchen, zum Beispiel PDF Freiburg 14.09.10. Das finde ich immer ganz gut mit Datum. Und schon haben Sie einen Ordner, in den hinein gesichert wird. Das ist deswegen gut mit dem Datum, weil dann können Sie an einem der darauffolgenden Tage, wenn Sie wieder speichern, einen neuen Ordner erzeugen mit dem neuen Datum. Dann haben Sie in verschiedenen Ordnern verschiedene Zustände oder ja, Fertigstellungszustände Ihrer Plandaten. Das andere brauchen Sie gar nicht zu beachten. Ich klicke jetzt auf OK. Ich kann jetzt dieses Set publizieren. Ich möchte trotzdem der Deutlichkeit halber nochmal in die Einzeldarstellung dieses Sets. Also ich habe jetzt hier wirklich ein PDF, und wenn ich auf Publizieren klicke, dann wird dieses PDF erzeugt. Hätten Sie hier mehrere PDFs aufgelistet, dann können Sie eins davon auswählen und sagen, dass Sie nur das ausgewählte Set publizieren wollen, also nur das ausgewählte Element, also nur ein Plan oder nur zwei oder drei, was auch immer Sie da auswählen, wird dann in ein PDF umgewandelt. Natürlich auch gut, denn nicht immer muss man alles ändern. So, wenn ich auf Publizieren klicke, dann kommt dieses Fenster hier. Wenn Sie mehrere Pläne haben, dauert es ein bisschen länger. Wenn die Pläne üppiger sind, vom Inhalt her, dauert es natürlich auch länger. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Ganze schließen. Archicad hat jetzt dieses PDF erzeugt und an der richtigen Stelle abgelegt. Ich öffne das mal kurz. Da ist es. Sie können es mit der Lupe mal sich das Ganze anschauen. Wie gesagt, die Liniendarstellung habe ich nicht kontrolliert in dieser Reihe von Tutorials. Zur Strafe habe ich jetzt diese grauen Linien hier. Beim 1:50 sieht es auch nicht toller aus. Da habe ich auch die grauen Linien. Und vor allem sind die grauen Linien zu dick für die Darstellung des Inputs. Also ein Fehler meinerseits. Aber das soll jetzt mal nicht weiter stören. Zum Thema Stifte und Farben und vor allem zum diengerechten Gebrauch dieser Stifte und Farben werde ich noch ein weiteres Tutorial machen. Das ist jetzt hier nicht Teil, aber das ist auch ein wichtiges Thema. Ja, da kann ich Sie nur jetzt schon darauf hinweisen. Okay, wir haben das PDF erzeugt. Nochmal zurück zu Archicad. Sie haben jetzt also alle vier Schritte absolviert. Sie haben einen Plan gezeichnet, Sie haben Ausschnitte davon erzeugt, Sie haben diese Ausschnitte auf einem Layout platziert und Sie haben sie zum Schluss in ein PDF umgewandelt. Ich hoffe, Sie konnten einigermaßen folgen. Das ist die professionelle Art, es zu tun. Sie können sich diesen Workflow einrichten, bevor Sie anfangen zu zeichnen tatsächlich. Das heißt, Sie können bestimmte Ausschnittsets anlegen, Sie können bestimmte Layouts anlegen und Sie können natürlich auch schon das Publishing-Set anlegen, sodass Sie am Ende sozusagen automatisch alles, was Sie zeichnen, auf diesen Layouts haben und immer schon mal testweise ausdrucken können oder sich wenigstens als PDF angucken können. Das brauchen Sie also nicht erst hinterher zu machen. Und genauso wie die Ebenenkonstellation, die ich ganz am Anfang angesprochen hatte, die Ebenenkombination, die Stiftsets, die Modelldarstellung und so weiter, je mehr Sie davon in Ihrem Workflow integrieren, indem Sie nämlich vorher nachdenken oder während des Arbeitens nachdenken, wie Sie diese Dinge zur Strukturierung Ihrer Projekte benutzen können, desto besser. Ja, nichts ist schlimmer, als später durch seine eigenen Strukturen, die mehr oder weniger ungewollt entstanden sind, nicht mehr durchzublicken. Deswegen kann ich Ihnen nur dringend raten, sich diese Strukturen vorher anzulegen. Das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und dann sehen wir uns in einem meiner späteren Tutorials wieder. Oder hören uns. Bis dann. Tschüss.